Liebe Zuschauer, ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt ganz nah dran sind an der Entscheidung. Oder Britta, wie sieht's aus? Wir sind ganz, ganz haarscharf dran. Es wird gezählt, es wird gerechnet, es wird ausgelotet. Ich weiß nicht, wie eng das Ergebnis geworden ist. Wir gehen nochmal zu den Fans. Wie es den Künstlern geht, wissen wir jetzt. Denen geht er auf Grundeis. Wie geht's dir? Ja, auch ein bisschen aufgeregt, ne? Ja? Ja, ja. Was würdest du geben für Rudios Sieg? Alle Stimmen. Alle Stimmen? Alle Stimmen, die es gibt. Was würdest du mir geben für seinen Sieg? Oh. Ja, leider zu lange überlegt. Da frage ich nochmal den Fanblock von Luke Cry. Was könnte ich von dir kriegen? Ich würde dir alles geben. Ah, das ist die richtige Antwort. Aber wir haben ja keinen Einfluss aufs Ergebnis. Hm. Nein, haben wir wirklich nicht. Wir konnten auch nicht mitvoten oder mitbestimmen, was da passiert. Und jetzt ist es soweit. Das ist das böse Geräusch, das eigentlich ein gutes ist. Denn mit diesem Geräusch ist klar, das Ergebnis steht fest. Und wir gucken jetzt alle wie gebannt auf dieses wunderbare Ding, das uns erstmal irgendwann Balken zeigen wird. Ja, und dann, wenn diese Balken erscheinen, dann werden wir wissen, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Wir wissen aber noch nicht, wer der Sieger ist. Wer wird der Sieger sein? Wer wird der Sieger sein? Der Sieger hat 40,90%. Der Sieger hat 40,90%. Der Zweitplatzierte hat 23,23%. Der Drittplatzierte 17,7% und der Vierte 13,5%. Wenn jetzt irgendjemand uns sagt, Sebastian Block und Band! Da sind sie! Sebastian Block und Band, herzlich willkommen. Von wegen sitzen bleiben geht gar nicht. Komm, kommen Sie zu uns. Die Band bitte natürlich auch. Komm, Britta Band nimmt bitte. Sie empfangen. Komm, Freunde. Jetzt gilt's. So, schön. Jetzt geht's los mit Autogramme geben. So, jetzt aber beide. Mit Fernsehshows, mit allem drum und dran. Offizielle da müsst ihr jetzt durch. Übergabe. Und die Lady lassen sie zum Schluss. Dieser Mann, genau, am besten Jungs, ihr geht und Mädel, ne? Auch nicht vergessen, die einzige Dame. Ich weiß, dass Sebastian morgens mehrere Eiswürfel frühstückt und durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Komm, ich zittere gerade. Ja, also, jetzt zitterst du. Dankeschön. Ich weiß auch nicht. Danke an alle, die für uns gestimmt haben. Also, unglaublich. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt? Party, ja. Jetzt fragen wir doch auch mal hier, wie geht's denn so? Gibt es denn hier wenigstens einen Puls, den man spürt? Ich bin aufgeregt jetzt, ja. Okay. Die ganze Zeit war ich ruhig, aber jetzt auch. Und habt ihr denn so einen Animus gehabt oder habt ihr gesagt, die anderen sind so gut, können wir gar nicht mit umgehen? Wir haben natürlich gehofft, wenn wir die anderen gesehen haben, dass wir da bis zum Ende das schaffen, weil die Konkurrenz war sehr hoch. Aber unsere Fanbase war auch da, also war auch gut. Die Fanbase war auch da. Hey, man. Wegen seinem französischen Akzent gewotet. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo ein Franzose ist, ist auch ein Weg. Kleiner Moment, ich muss mal gucken, wo die Fans machen, was sie machen, da sind sie. So, für euch hat's geklappt. Und nu? Und nu wird gefeiert. Habt ihr denn eine Feier heimlich vorbereitet schon? Ja, aber sie ist geheim. Geheim? Okay. Was sagst du denn dazu, dass die jetzt gewonnen haben? Du bist ja auch ein Fan. Oh, Maya. Was sagst du? Schick. Auch gut. Lass auch schneller gut. Feiern. Ja, auch die junge Generation der Fans ist außer Rand und Band. Zu wem gehört denn der Kleine? Song? Von euch. Sag mal. Zu Marcel. Zu Marcel. Dein Sohn. Zu Sebastian. Also, Marcel. Das ist ein Kind von allen. Aber, Jürgen. Ja. Du hast noch einen, du wärst nicht Jürgens, wenn du nicht einen Joker hättest. Wir haben vorhin über Hey Music gesprochen und haben gesagt, dass da Karrieren richtig losgegangen sind und abgegangen sind. Und du hast was in der Tasche? Naja, ist doch klar. Wenn die gewonnen haben, kommen die zu mir in die Sendung. Wir stellen die Nummer vor und dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Kann ja auch schon mal ein Hit in der Hey Music sein, kann ja schon ein kleiner Schritt sein für andere Hits und größere Schritte dann nach vorne. Entschuldigt bitte, ich bin so ein optischer Mensch. Wenn wir das mal zumachen, dann kann man auch das Zip sehen. Sebastian, lass mich mal kurz rum. Sebastian, die Hey Music, das ist der Weg ins Haus des Rundfunks. Guck mal, Papi hat gewonnen. Super. Mit dabei. Das ist der Weg ins Haus des Rundfunks. Das heißt, ihr sitzt da in diesem Studio mit diesem Mann von Hey Music und dann geht's ab.
Hoffe ich doch mal. Weißt du warum? Ich hoffe ja. Ja. Gegenüber werden die Echos verliehen. Naja, das ist ja nur ein kleiner Schritt dann. Mal. Oder? Ja. Einmal über die Straße. Britta liebt das, so ein bisschen auszumachen, schauen wir, wenn man schon mal am Anfang der Karriere ist. Genau. Das machen wir bewusst am Anfang der Karriere. Ich sage nämlich, Culture Candela waren hier. Es waren die Spaceballs hier. Die sind alle hier aufgetreten. Die waren alle in der Hey Music und sie haben alle mindestens ein Echo mitgenommen. Wie viele waren es bei dir? Die Rechnung Siehste? Stimmt. Geht nämlich auch doppelt. Die Rechnung stimmt, oder? Ja. Geht auf. Gut. Jetzt wollen wir es natürlich auch hören, ne? Und natürlich jetzt ein Applaus für die anderen Künstler hier auch. Ja. Genau. Die haben es auch verdient. Das ist ja einerseits das Bittere am Musikgeschäft. The winner takes it all. Aber andererseits ist es nun mal so. Einer kann nur gewinnen. Und wir haben für Sebastian und allen Teilnehmer das zusammen gesammelt. Jetzt machen wir Cool and the Gang und Celebrate. Komm, auf alle Fälle haben wir jetzt 6 Wochen lang ganz tolle Musik gehört. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle anderen Contestants, die mit dabei waren. Natürlich an Rudio, an Lucry und Nico, an Freiart, Virginia Koch und natürlich last but not least Sebastian Block und seine Band, die hier vorne steht und jetzt gleich singen wird. Es hört gar nicht auf, hier mehr so schönes Konfetti zu regnen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die ganze Zeit mit dabei waren. Wir hören jetzt, ne? Jetzt den Song. Hören wir euren Song. Wenn das hier irgendwann mal aufhört auf der Seite, hören wir auch den Song. Geht auf die Bühne. Gehen alle auf die Bühne. Wir beide sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau. Freuen uns schon auf eine neue Woche, demnächst dann wieder aus dem Studio. Genau. Ich werde diese wunderbare Konfetti-Glitzer-Flitzer-Maschine vermissen. Es ist so schön. Und wir werden die ganzen Zuschauer vermissen. Danke, dass Sie alle da waren. Danke, dass vielen Sie zu Hause mitgeschaut und haben. Und vor allen Dingen vielen Dank da oben, dass du unserem Sebastian, dem Sieger dieses Jahres, die Chance gegeben hast, einmal im Trockenen aufzutreten. Die Sendung ist noch nicht zu Ende. Denn seine Band war es, die dann im Studio saß und nicht auf dieser Band die großen Lorbeeren des Wochensiegs ernten konnten. Hier ist euer roter Teppich, hier ist euer Auftritt. Hier ist der Summer Song 2011. Oder bleibt es nur der Traum der letzten Nacht, wenn das Sonnenlicht durchs Fenster bricht? Bist du wirklich da? Ich hoffe ja. Ich hab es vielleicht geahnt, doch gewusst hab ich's nie. Ich hab
hab es vielleicht geahnt, ich hab es vielleicht geahnt.